Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Mod-Vorstellung für Transport Fever 2. Ich begrüße euch recht herzlich, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und habe heute diese schöne Lokomotive vom guten Skyjoe für euch. In Zusammenarbeit mit Bandion hat er die Transport Fever 1 Variante portiert nach Transport Fever 2, und zwar ist das die E18, die ja damals schon von der Deutschen Reichsbahngesellschaft entwickelt wurde und dann auch in Produktion ging. Wir haben hier aber auch noch die Varianten der Deutschen Reichsbahn aus der DDR und dann natürlich auch der Deutschen Bundesbahn. Und wir gucken uns die jetzt alle mal an. Den Download-Link gibt es natürlich in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch weiterhin meine Modliste, die ich alle ein, zwei Tage aktualisiere, und auch den Link zu unserem Community TS, wo wir jetzt schon einige Leute zusammengetrommelt bekommen haben, und ja, ist immer was los und ihr seid herzlich eingeladen. Dickes Danke natürlich auch nochmal an der Stelle an Skyjoe und Bandion für diese Portierung, weil es ist echt eine grandiose Lokomotive, die auch bis Ende der 80er Jahre unterwegs war, sechsachsig, und ja, wir legen mal los. Ich habe hier Pause gemacht, weil wenn ich anmache, das ist schon sehr laut. Wir fahren auch gleich noch eine Runde mit und wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal im Pausemodus an, sonst ist das schon sehr laut. Ja, hier vorne haben wir die E18 der Deutschen Reichsbahngesellschaft in diesem, ja, in diesem Grau. Blechern, würde ich schon fast sagen. Mit den Bügelfalten hier oben. Beide Stromabnehmer gehoben, und ihr seht schon eine Menge Details. Gerade hier unten die Achsen, das sieht schon echt super aus. Wir haben vier große Achsen und dann noch hier vorne die beiden kleinen. Die ganzen Auftritte hier oben. Das Einzige ist halt, die Schrift ist so ein bisschen unscharf, aber da kann ich mit leben. Die E1815. Die Lok ist ja für den Reisezugdienst entwickelt worden und hat echt für die damalige Zeit richtig hohe Geschwindigkeiten erreicht. Ich glaube 150 km/h. Richtig schönes Modell. Gerade diese Bügelfalten, das ist ja richtig cool. Das gefällt mir richtig gut. Hier oben dann auch noch so, sind das Laufgitter hier, ne? Aus Holz. Ist das Holz? Geh mal hier rein. Das Ganze hat nämlich auch verschiedene Kameraperspektiven. Man noch mal schön im Detail sehen kann, die Lok. Natürlich auch der Führerstand hier. Wirklich, oh, wow, das ist schon zwar sehr unscharf, aber trotzdem, das ist grandios ausgestaltet. Wenn ich da an den Stadler Flirt denke, den ich vorgestellt habe, da war ja gar nichts. Noch nicht mal so ein Pult stand da drin, und hier haben wir wirklich Ventile, Anzeigen, Rohre. Richtig, richtig schön. Ja, das sind dann die Kameraperspektiven. Und wenn man hier guckt, ich glaube, das sind, ja, aus Holz tatsächlich. Ja, dann haben wir hier die Variante der Deutschen Reichsbahn der DDR, die E1838 in diesem Grün. Und auch die Räder in Rot. Beleuchtung haben wir übrigens auch. Das Einzige, was ich nicht verstehe, gab es das vielleicht damals noch nicht? Zu Zeiten der Deutschen Reichsbahngesellschaft. Wir haben hier vorne Licht, aber hinten nicht. Und hier haben wir ja durchgehend hinten den Zugschluss, der da rot leuchtet. Vielleicht weiß das jemand von euch. Mal das Kameratool anmachen hier unten. Sieht man richtig schön die Puffer, die Kupplung, die Tritte hier, die Türklinken. Übrigens von AEG entwickelt, das hatte ich noch vergessen zu sagen. Gut, dass es hier nochmal draufsteht. Und sehr, sehr schön detailliert. Und hatten wir gestern auch auf unserem TS,
von unserem Teamspeak. In anderen Spielen zahlt man für sowas wirklich 10 Euro aufwärts. Und hier kriegt ihr wirklich die Lokomotiven, das Rollmaterial, die Assets, die Bahnhöfe, alle Mods kostenfrei. Das dürft ihr nie vergessen. Sehr schön. Dann haben wir noch die 218 dann, nach der Umnummerierung. Auch in diesem Grün. Und da haben wir hier unten komplett den Unterbau in Rot gehalten, rot lackiert. 218-019-8. Und hier ist der Führerstand V für vorne und H für hinten. Hier ist noch 1 und 2. Und hier ist es auch V und H. Sich dann wieder umentschieden. Und hier ist dann auch nur ein Stromabnehmer gehoben. Dann haben wir das Ganze hier nochmal in Grün. Jetzt muss ich nochmal gucken. Das ist dann schon die Deutsche Bundesbahn, genau. Wieder beide Stromabnehmer gehoben. Das ist dann wieder die E18, die Bezeichnung. Und dann so meine Lieblingslackierung in diesem Blau. Einmal etwas dunkler, einmal etwas heller. Dann haben wir die E1803. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich verstehe halt nicht, es gab so schöne Lackierungen für die Loks, auch für die Wagen. Wie langjährige Zuschauer meines Kanals ja wissen, ist hier die Variante in Ozeanblau Beige meine Lieblingsvariante. Egal, also es ist meine Lieblingslackierung. Und jetzt haben wir schon seit Jahrzehnten dieses Verkehrsrot. Naja, aber dafür spielen wir ja Transportfieber, dass wir hier zumindest noch ein bisschen Nostalgie haben. Und dann haben wir die 118er hier der Deutschen Bundesbahn. Wie gesagt, in diesem etwas helleren Blau. Und das Ozeanblau-Beige. Hier auch mit dem Klecks der Deutschen Bundesbahn. Die 118-013-2. Würde ich mal sagen, kaufen wir mal einen Zug und fahren mal eine Runde mit. Vorher gucken wir uns hier im Depot nochmal ein paar Daten der Lokomotive an, zu finden natürlich hier unter Elektro, und dann haben wir sie gleich hier oben. Genau 150 km/h. Leistung sind 2840 Kilowatt, Zugkraft 206 Kilonewton. Und die Emissionen, ändern die sich? Ja, die ändern sich. Umso neuer, umso weniger Emissionen. Auch hier ab 35 verfügbar ist die DRG-Variante. Die Varianten für die Deutsche Reichsbahn und Deutsche Bundesbahn hier ab 1949, blau ab 1952, das dunklere, stahlblau ist das dunkle und kobaltblau das helle, kobaltblau dann ab 68 verfügbar, ab 1970 die Deutsche Reichsbahn. Die schafft dann sogar 180 km/h. Okay. Und die Ozeanblau-Beige ist dann ab 1975 verfügbar. Okay. Die Farbvariante blieb dann die unbeliebteste. Also
Obwohl Ozean Blau Beige ja meine Lieblingsfarbe ist, ich muss schon sagen, die beiden blauen hier, das passt einfach zu der Lok wie, ja, man sagt so schön im Deutschen, wie Arsch auf Eimer. Gerade hier das Stahlblaue, dieses Dunkelblaue, das sieht schon richtig, richtig schick aus. So, kaufen wir mal die Dunkelblaue und hängen dann hinten dran passend die Silberlinge. Welche nehmen wir? Nehmen wir hier einmal den. Nehmen wir fünf Waggons. Und ich würde sagen, wir schicken das Ganze jetzt mal. Ja, wir nehmen die S5 und fahren mal eine Runde los. Steigen aber erst später ein, damit die anderen Loks uns da nicht stören, was den Sound angeht. Er muss eh warten, bis die Strecke frei ist. So, und wir steigen mal ein. Moment, ich zoome noch mal raus und noch mal rein. So, dann sind nämlich alle Störgeräusche weg. So. Fahren mal von außen mit, dann hören wir den Sound besser. Ah, das sieht schon echt super aus. Klasse Teil, wirklich. Ja, das Flackern, wie gesagt, das liegt nicht an der Lok. Das liegt an irgendeiner Mod, die ich installiert habe und ich habe es immer noch nicht rausbekommen, welche. Okay, hier müssen wir kurz warten, bis die S-Bahn durch ist. Sehr, sehr schöner Sound. Auch wenn es ein bisschen leise ist, wie ich finde. Aber gefällt mir. Ich hätte so richtig Bock auf so eine Karte der Deutschen Bundesbahn. Das ist jetzt so. Sehr, sehr cool. Setzen wir uns mal hier hin und lassen sie noch mal vorbeifahren. Dann haben wir auch nicht dieses Flackern. Seht ihr, die Scheinwerfer funktionieren ganz normal. Okay. Das soll es auch schon gewesen sein. Hoffe, ihr habt genauso Lust auf diese Lok wie ich. Und wenn ja, könnt ihr mir mal einen Kommentar schreiben und wenn nein, natürlich auch. Ihr dürft immer eure Meinung schreiben. Nur ich habe es in letzter Zeit leider immer öfter, das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, aber ich muss es einfach mal ansprechen, dass ich Kommentare habe, die eigentlich im Video beantwortet werden. Ich hatte es jetzt bei meiner Schönbaufolge zum Beispiel, da hatte jemand geschrieben, warum die Berge denn nicht größer sind und kann man ja mal ein bisschen größer machen. Dabei hatte ich im Video ja gesagt, dass das nur erstmal der Anfang ist und ich die Berge auf jeden Fall noch
ausgestalten werde und größer machen werde. Und ich extra die Steigung in die Tunnel gemacht habe, damit man das außen nicht sieht, die Steigung. Und ja, das wurde auch bemängelt. Warum ich das gemacht habe, die Antwort gab es eigentlich im Video. Ja, oder es kommt auch öfter vor, dass ich gefragt werde, wo ist denn der Link zum Download? Der ist immer in der Videobeschreibung. Das sage ich in jedem Video, in der ersten Minute, in jeder Mod-Vorstellung. Aber naja, ist auch nicht weiter tragisch. In dem Sinn, wie gesagt, viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.